Die gestrige Aufgabe war dieser Zahlenstrahl. Wir haben herausgefunden, dass der Abstand immer 1/120 ist. Jetzt wird gefragt, wo bei welchem Buchstabe A, B, C, D oder E befindet sich der Bruch 1/4. Ein Viertel ist erweitert auf 1/120, 30/120. Beginnen tut es mit 1/5. Plus wie viel sind 1/4, wäre die Frage. In 1/120, das ist mal 24, plus gibt wie viele 1/120. Ihr seht, es wären 6. Da muss ich noch die 120 schreiben, weil ich erweitert habe. Es wären 6/120. Wenn ich oben schaue, nach 6 Abständen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also ist hier der Wert 1/4.